eine Gemeinschaftsausstellung von 11 Künstlern, die im Wesentlichen hier im Umfeld von 100 Kilometern aufgewachsen sind. Eine Frau Kafanke in Hasselt und Frau Thiel dann in der Nähe von Zwolle, also auch aus anderen Nationen, die dann sich hier in der Nähe angesiedelt haben. Ja, was ist das Gemeinsame? Es ist eine Art Beschäftigung mit Landschaft, aber nicht Landschaft in dem klassischen Sinne, dass man ein Stück Region als etwas Typisches, als ein Porträt einer Gegend darstellt, sondern es hat eher einen fragmentierten Charakter. Das Detail, der Prozess des Malens, all das taucht in diesen Bildern ganz wesentlich mit auf und prägt vielleicht die heutige Zeit, in der man nichts Vollständiges mehr so richtig sieht oder denkt und vieles im Gange ist und man Dinge zu etwas hin entwickelt. Im Prinzip ist das ja etwas ganz Normales bei dem Verfahren der Malerei, dass man etwas auf die Leinwand setzt und dann sich dem inneren Bild annähert und ihm sozusagen entgegenarbeitet und sich überraschen lässt von dem, was auf der Leinwand passiert. Und viele der Malerinnen und Maler, die Sie hier sehen, haben halt so eine Tendenz, sich da auch überraschen zu lassen von Schichtungen, von Überlagerungen, von Malprozessen, physikalischen Strukturen, die da auftauchen. Da haben wir draußen die beiden Bilder in solchen Grau-Blau-Gelbtönen von Karin Thiel, die in verschiedenen Schichtungen und Bearbeitungen mit Spachtel und mit Pinsel dort Ölkreiden und anderes übereinander lagert und über so eine flächige Manier mit ganz wenigen linearen Spuren und Kratzverläufen von Pinselstielen, die noch einmal einarbeiten, dann so eine frei in die Fläche gesetzte Struktur bildet, die ganz entfernt, die eigentlich abstrakt bleibt und am weitesten weg ist von der Idee von Landschaft. Landschaft, die man ja dann noch einteilen kann in etwas Erdnahes, Festes, Schweres und etwas ätherisch Luftiges, die Wolken und die Himmel, was Sie hier sehen hinter mir, die Digitalprints auf Büttenpapier von Hella Frohwein-Hagenaar, die eine ganze Reihe von Fotos von Wolkenformationen, häufig der Cumulus-Variante. 1810 hat der Engländer Howard ja erst diese Unterscheidungen entwickelt in Cumulus, Nimbus, Stratus und was es dann so gibt. Vorher wusste man das alles nicht so zu unterscheiden und vorher gab es dann auch eher sozusagen Landschaften mit Schönwetterhimmel und Schäfchenwolken und viel Erfundenem und dann kommt eben die Wissenschaft hinzu und stellt fest, dass bestimmte Formationen auch nur in bestimmten Höhen sind und Maler wie Caspar David Friedrich und Carus fangen dann an, sich dort wissenschaftlich korrekt zu verhalten beim Malen auch von Fantasielandschaften. Aber hier hat man dann einen ganz schönen Block von sinnlicher Präsenz, der etwas mit der Technik, die Becher und Becher in der Fotografie eingeführt haben, mit ihren Fördertürmen nutzt, wo ganz viele Dinge, die ähnlich sind, nebeneinander liegen und das den Blick des Betrachters dazu verleitet, immer wieder hin und her zu springen und eigentlich länger zu verweilen und die Differenzen wahrzunehmen, die man vielleicht bei einem einzelnen Objekt nicht so wahrnehmen würde. Das Ganze ist dann nochmal durch die Auseinandersetzung mit der Künstlerin, mit der digitalen Kunst und mit der Veränderung und dem bis zum Fake-Gehenden solcher Formen in einem Film langsam, meditativ genauso wiedergegeben. Diese Auseinandersetzung mit dem Digitalen und dem Analogen ist für die jüngste Künstlerin Katrin Sallentin in ihren Collage-Arbeiten sozusagen Alltag. Das ist eine Generation, die ein Offline- und ein Online-Leben gleichzeitig führt und damit irgendwie zurechtkommen muss, zwischen diesen Welten zu springen. Welten, die in vielfältiger Weise alles aus der Welt zusammentürmen und immer auch die schönsten Seiten von Personen und allen möglichen herauskehren, was einen gewissen Widerwillen erzeugt und die Lust, das zu zerstören und dieses Gefakte all dieser Welten ein bisschen sichtbar zu machen. Sie arbeitet eben mit
gemaltem, mit analogem, das scannt sie ein, sie bearbeitet das mit digitalen Bildprogrammen, verändert das in Hunderten von Schichten und kommt damit zu so etwas Ähnlichem auch noch wie Landschaft. Das heißt zumindest, der Blick, den ich aus dem Auto habe, wenn ich fahre, ist das obere, oder Nebel beim Landen, Anflug. Also das sind natürlich so assoziative Stiftungen der Titel, die einen zur Betrachtung verleiten sollen, dass man da vielleicht sucht. Man findet da einzelne Details, aber im Endeffekt ist das Ganze ja auch eine abstrakte Collage, die in ihrer Farbwertigkeit aus den Webfarben her so funktioniert. Eher sozusagen ganz klassisch geht Heinrich Hüsch in seinen Zeichnungen vor, hier so luftig leicht gestaltete Darstellungen von orientalischen Tänzen, in denen da ein sicherer Strich ist, aber in dem auch das, was beim Malen der Prozess des Rankommens an das Ergebnis ist, ist dann bei bestimmten Formen des Zeichnens so ein Parallellinienentwicklung, die man so lesen könnte, als wenn das eine gewisse Unsicherheit ist, aber genau das erzeugt im Grunde die Bewegung, die Lebendigkeit dieser Struktur, sodass man auch in diesem leicht flackernden Strich in dieser Führung dann etwas von dem Bewegten der Personen mitbekommen kann. Das ist ja immer das Schwierige in diesen stillstehenden Medien, Bewegungen irgendwie festzuhalten auf eine Weise, dass man das als lebendig da vorfindet. Die Landschaften, die Sie hier in den Vitrinen sehen, das sind auch dann von witzigen Darstellen von Details, Hühner oder so etwas, dann eben auch Details als Architekt, der ist, und als Designer ist das natürlich so ein Thema, was seiner Beobachtung sozusagen sehr nahe liegt und wo er dann so Strukturen und Segmente aus der Natur herausholt. Der Fotograf Marc Kall holt genauso Details raus aus dem, was er um sich herum beobachtet. Die sind auch sehr stark architekturbezogen, haben manchmal bestimmte Gebäude von Zumthor oder Kulka dann zum Vorbild, in denen die Materialsprache sehr bedeutsam ist, und diese Materialsprache zeigt sich in anderen Fotografien dann eben als Details von Oberflächenstrukturen des Wassers, bestimmter rostender Metalle oder vereister Gewässer. Und es sind dann oft solche schuppig kleinteiligen Strukturen in den flächigen Subformen, die man da findet, die dann durch Hell-Dunkel-Effekte noch gesteigert werden. Also sehr spannend und in der Konzeption, der Komposition sehr meditativ und prägnant dargestellt. Auch in eine meditative Schiene gehen die Arbeiten von Ingrid Pusch, die im breitesten Sinne der Farbfeldmalerei vielleicht zuzuordnen sind, die auch in verschiedenen Schichtungen mit einer Freude an den Wirkungen von bestimmten physikalischen Effekten, von Träufeln oder Hineinstreuen arbeitet, die durch diese dunkleren Kanten zeigen, dass sie über mehrere Schichten hin erarbeitet worden sind und in diesen zunächst grob einfarbig erscheinenden Formen dann eben ganz viele Substrukturen haben, die dazu führen, dass dann das Bild lebt, atmet, flackert und gewisse Strukturen da in unterschiedlicher Form entstehen. Das linke, das atmet vielleicht mehr, das andere hat eher so eine Himmelsstruktur, wolkig, schroff eher in der Darstellung. Bei Conny Roskamp ist dieses sozusagen brillant schroffe in abstrakter Malerei noch weitergeführt in diesen drei Bildern, wo es auch vom Titel her um Grenzen geht, aber die man im besten Fall sozusagen als Segmente einer Luftbildfotografie auf Höhenzüge und Gebirgsketten deuten könnte, die aber immer wieder durch sozusagen Bänder durchbrochen sind, in denen das Malerische sich wieder ankündigt, indem es eben das blanke Lesen als eine Naturform, die nachgeahmt ist, unterbindet. Also das ist so Imposanzassoziation, die man da findet, und eine spannende abstrakte, auch in der Farbigkeit heraustretende Struktur.
die Landschaften von Anne Nicall haben dann sozusagen eine aus der Materialsprache, aus dem Werden von Materialien durch verschiedene Überlagerungen geschaffene, eher erhabene Struktur, massive Flächen, die dort erscheinen, die Gebäude wirken und sozusagen den Blick bannen, genauso wie dieses nahezu turnerige, dieses Wolkenbandes wie über einer Lokomotive des 19. Jahrhunderts erscheint da so eine tornadohafte Struktur in der Ferne und man hat dann noch so eine grobe Assoziation vielleicht, die aber gar nicht nötig ist, wo die Strukturen des Materials und die Farbigkeit eben für eine ganze Generation eben die Basis für eine Freude an der Malerei gebildet haben, indem man dort ausprobiert, was alles in diesen Überlagerungen und Schichtungen möglich ist. Mehr in eine inhaltliche Richtung gehen die Arbeiten von Nicole Cafanque, in denen es auch so um Schwere und Leichtigkeit geht, am ehesten noch in dieser kleinen Skulptur, ein eisernes Nilpferd mit kleinen Flügeln dran und wo dann durch diese Applikation dem Ganzen sozusagen eine spielerische Leichtigkeit gegeben wird, wie so ein plumpes, schweres Tier eigentlich mit so einer Art Drahtgebilde und kaputtem Drachen oder was man da so denken könnte, spielt und sich da ein bisschen nach oben bewegt und die Schwere eben gar nicht sozusagen automatisch an dunklen Farben oder an schweren Gegenständen liegt, sondern auch da eine Leichtigkeit erzeugt werden kann. Im Gegensatz dann vielleicht zu den Gemälden, wo es um die Grube Anna geht, über Fotografien, die dann bearbeitet sind, wo die Grube und das, was man dann sieht oder heute zum Teil auch schon nicht mehr mal sieht, quasi die Spitze des Eisbergs ist und alles, was darunter an Naturveränderungen stattgefunden hat, eben meistens nicht sichtbar ist und deswegen ist das in diesen Bildern thematisiert über so eine Durchwirkung des Erdbodens quasi, als wenn da nicht nur Gänge abgetäuscht worden wären, sondern auch irgendwelche Skittier darin arbeitet und es aushöhlt und die Geschichte, die so ein Ort mit sich bringt, in einer gewissen Weise thematisiert wird. Genauso auch in diesem Bild 2, da links eine Figur in einem Bad, eine historische, symbolistisch wirkende Struktur. Das auf der Seite dahinter ist ein Fotografie von Klaus Herzog, der blaue Planet, also sozusagen die Landschaft als total von dem Begriff her, aber das, was die Grundlage bildet, ist ein mikroskopisches Kleines, nämlich Blütenkammern oder Blütenblättern von Amaryllis oder Orchidee, die in Nahfotografie dargestellt sind und dann in dieser Querlage diesen Eindruck machen, der einen verführt, dass das so etwas Imaginäres, ganz anderes ist. Da hinten links in der, also von mir aus links, von Ihnen aus rechts, diese zwei blauen Fotografien. Auch ins Detail der Natur gehen die Plastiken von Herrn Schartmann, der dort in den Stein eine Erdnuss dargestellt hat. Er ist als botanisch ja, sozusagen befähigt. Er hat in einer Schokoladenfabrik gearbeitet und da eben auch mit Kakaobohnen zu tun gehabt und all diesen fremden und ganz eigentümlichen Formen von Nüssen und Pflanzen. Und hat hier so eine eigentümliche eigene Struktur geschaffen aus diesem Schichtholz. Genauso da hinten noch so eine, ein Segment, was in der Bearbeitung dann auch ganz schöne Substrukturen erzeugt, die es so natürlich in der Natur nicht gibt, die dort als Thema die Welle haben, also Naturformen, die dort entsprechend wiedergegeben sind. Und jetzt müsste ich eigentlich alle durchhaben und ja, jetzt sind Sie wieder dran und können sich im Einzelnen an diesen Details und an den Oberflächenstrukturen und so nochmal erfreuen, die hier geschaffen wurden. Vielen Dank fürs Zuhören.